Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Eine bunte Mischung aus den nächsten 5 gelesenen Büchern möchte ich heute mit euch besprechen. Es ist eine Mischung aus meinen Subbüchern, aus einem Jahreshighlight, aber auch aus Empfehlungen, die ich gelesen habe, beziehungsweise auch ein Buch, was ich in einer Leserunde gelesen habe. Also mal wieder eine bunte Mischung, die ich heute gerne mit euch besprechen möchte. Für das erste Buch von meinen 5 gelesenen Büchern habe ich mich für ein Buch entschieden, das mich sehr überrascht hat, positiv überrascht hat, weil ich habe dieses Buch als preisreduziertes Exemplar gekauft in meinem Buchhandel und ich mit diesen Büchern zum Teil schon das ein oder andere Mal auf die Nase gefallen bin, weil sie mir dann doch nicht so gut gefallen haben und ich mir so dachte, ja, jetzt weiß ich, warum diese Bücher oder dieses Buch preisreduziert war. Und das war bei diesem Buch überhaupt nicht der Fall, denn es hat mich wirklich von der ersten Seite an gepackt bis zur letzten und ich bin sehr froh, dass mir meine Sub-Challenge dieses Buch auf den Stapel gelegt hat und ich es endlich lesen konnte oder beziehungsweise endlich gelesen habe. Und zwar handelt es sich um Anna und Amand von der Autorin Miranda Richmond Molieux aus dem Limes Verlag. Dieses Buch hat insgesamt 352 Seiten und ist im Jahre 2015 erschienen. Um den Inhalt dieses Buches zusammenzufassen, habe ich mir mal die Worte von der Autorin selbst herausgesucht, denn sie hatte in einem Interview mal den Inhalt dieses Buches zusammengefasst und ich hätte es nicht besser machen können. Deswegen möchte ich euch die paar Worte der Autorin gerne aus dem Interview vorlesen. Und das Interview selbst werde ich euch natürlich in der Infobox verlinken, dann könnt ihr euch das gesamte Interview nochmal durchlesen. Und zwar sagt sie über Anna und Amand. Anna und Amand handelt von meinem Bemühen, das Geheimnis hinter der Heirat meiner Großeltern während des Zweiten Weltkrieges zu enträtseln. Ihre anschließende Trennung und das 50-jährige Schweigen, das darauf folgte und davon, wie das Finden der Antwort mich leitete, meinen eigenen Weg zu finden. Und wie ich ja schon sagte, ich hätte es nicht besser formulieren können, den Inhalt dieses Buches zusammenzufassen, weil genau das ist es, die Suche oder die Antworten zu finden, warum ihre Großeltern seit 50 Jahren schweigen und warum ihre Großeltern so sind, wie sie sind. Bei dieser Suche ihren ganz eigenen Weg zu finden. Und ich finde, das ist genau das Besondere an diesem Buch. Wir haben hier zum einen diese Spurensuche von ihren Großeltern und so ein bisschen das Enträtseln der Familiengeheimnisse und auch einen Bezug zu ihren Großeltern noch mehr herzustellen und noch eine größere Bindung zu ihren Großeltern herzustellen. Ein Buch über oder gegen das Vergessen der Gräueltaten im Zweiten Weltkrieg, obwohl ich finde, dass die geschichtlichen Ereignisse hier natürlich wiedergespiegelt werden, aber sie so ein Stück weit zurücktreten und wir auch so ein bisschen einen anderen Blick auf den Zweiten Weltkrieg und seine Gräueltaten haben. Und zum anderen haben wir hier das Finden des eigenen Weges der Autorin und wie sie so im Leben bestehen kann und wie sie mit der Geschichte der Großeltern umgehen kann und daraus eigene Kraft schöpfen kann. Was mir hier besonders gefallen hat, war, dass die Autorin es schafft, das Gleichgewicht dieser Dinge wirklich beizubehalten. Ich hatte nie das Gefühl, dass die Autorin sich mir aufdrängt, dass sie mir unbedingt aufzeigen will, wie sie mit der Geschichte ihrer Großeltern umgeht, beziehungsweise welchen Weg sie daraus zieht und welche Kraft sie daraus zieht. Also sie drängt sich mir überhaupt nicht auf und das fand ich wirklich angenehm zu lesen. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich mit der Autorin in ihrem Haus in Frankreich sitze und wir gerade eine Tasse Kaffee oder Kakao oder was auch immer trinken und sie mir ihre Geschichte erzählt, bei Kaffee und Kuchen. Und dass sie mir ab und an mal so ihre Hand auf den Arm legt und sagt, so nochmal das Gesagte nochmal zu verdeutlichen. Und ich fand das so angenehm zu lesen. Und auch, dass wir hier dieses Einzelschicksal auf sehr respektvolle, sensible,
auf sensible Art und Weise der Großeltern verfolgen. Und auch hier hatte ich das Gefühl, und ich finde, das ist das Talent der Autorin, dass sie uns alle Menschen so nahe bringt, dass man das Gefühl hat, dass man sie schon jahrelang kennt. Genauso wie die Autorin selbst. Und dieses Gleichgewicht zu halten, ist nicht immer leicht. Eine Seite überwiegt natürlich manchmal und man hat vielleicht auch hier und da das Gefühl, dass der Autor das sich in den Vordergrund stellt und dass man vielleicht auch den eigenen Weg in den Vordergrund stellt und die Suche nach Antworten vielleicht gar nicht so wichtig ist. Das ist hier aber definitiv nicht der Fall. Was man natürlich hier ein Stück weit vorwerfen könnte, ist, dass die geschichtlichen Ereignisse natürlich ein Stück weit zurücktreten. Also der Zweite Weltkrieg tritt ein Stück zurück und auch die Gräueltaten des Zweiten Weltkrieges. Aber hier geht es ja vorrangig um das Leben der Großeltern, wie ihre Familiengeschichte dahingehend ist und vor allen Dingen, was die Umstände in den 30er Jahren mit ihren Großeltern gemacht hat. Und von daher finde ich es auch gar nicht so schlimm, dass ja die geschichtlichen Ereignisse nicht so wahnsinnig in den Vordergrund sich drängen. Nichtsdestotrotz ist es für mich ein Buch gegen das Vergessen, ein Buch gegen das Vergessen des Zweiten Weltkrieges, diese Umstände in den 30er Jahren. Und ich finde, es ist ein Buch, das man definitiv lesen kann, was man empfehlen kann, weil auch neben den ganzen Geschichtlichen fand ich auch die Sprache so wahnsinnig sensibel und so einfühlsam. Und ich hatte immer das Gefühl, dass jedes Wort tatsächlich überprüft wird und mit Bedacht gewählt worden ist. Und ja, es ist ein Buch, was ich empfehlen kann. Es ist natürlich auch immer so schwierig, Bücher zu bewerten, die auf einer tatsächlichen Begebenheit beruht, weil es ist einfach das Leben. Und das Leben ja beschreibt, wie es eben beschreibt. Und was mir hier ebenfalls noch sehr gut gefallen hat, war die Tatsache, dass man hier auch so für sein eigenes Leben nochmal das eine oder andere mitnehmen kann, wenn man das möchte. Muss man natürlich nicht. Aber mir hat dieses Buch auf jeden Fall sehr, sehr viel gegeben, vor allem schöne Lesestunden und auch eine Empfehlung an euch. In meinen Händen halte ich als nächstes eine Empfehlung, der ich ja einfach mal gefolgt bin. Ich habe dieses Buch als erstes in meiner örtlichen Bibliothek ausgeliehen, um einfach mal zu schauen, ob dieses Buch etwas für mich ist, weil ich war mir nicht zu 100%ig sicher, ob die Art der Bücher mich anspricht. Aber ich hatte einfach so richtig Lust auf dieses Buch. Ich hatte Lust auf diese Zeit. Ich hatte Lust auf dieses, ja, Unterhaltungsbuch, sage ich mal. Und ich wurde tatsächlich nicht enttäuscht. Und mir ist ja jetzt definitiv klarer, warum die Book Runs Forever auf diese Reihe, ich sag mal, schwören, und ich kann das tatsächlich nachempfinden. Und zwar handelt es sich um den ersten Band der Nightingale-Schwestern, hier mit dem ersten Band Freundin fürs Leben, von der Autorin Donna Douglas, hier im Lübbe Verlag erschienen. Dieses Buch hat insgesamt 587 Seiten und ist im Jahre 2016 bei uns veröffentlicht worden. Aus dem Englischen wurde dieses Buch von Ulrike Moreno übersetzt. In diesem Buch befinden wir uns im Jahre 1934 in dem Nightingale Krankenhaus in London. Es ist ein sehr berühmtes Krankenhaus, was ja so auch existiert hat. Und die Ausbildung in diesem Krankenhaus ist auch nur einem bestimmten Klientel, sag ich mal, zugesprochen. Und ausnahmsweise darf in diesem Krankenhaus eine junge Dame ihre Ausbildung beginnen, die vielleicht nicht so aus betuchten Verhältnissen kommt wie sonst üblich. Und zwar ist es die Protagonistin Dora. Dora kommt aus ärmlichen Verhältnissen in London und ergreift natürlich die Chance, diese Ausbildung in diesem Krankenhaus zu beginnen. Sie hat die ein oder anderen Schwierigkeiten, aber vor allen Dingen finanzieller Natur, weil sie sich natürlich hier und da das für ihre Ausbildung kaufen muss, aber ja, das Geld eben bei ihr nicht so flüssig ist wie bei anderen aufgrund ihrer Herkunft. Und auf ihre Herkunft hat sie natürlich auch die ein oder anderen, ja, Hindernisse mit den Auszubildenden zu überwinden, aber auch mit den entsprechenden Lehrern.
Protagonistin teilt, wie das damals so üblich war, ihr Zimmer mit anderen Schwestern, die wir dann natürlich auch kennenlernen. Und mit diesen anderen Protagonisten, die wir dann verfolgen, der erleben wir aufgezeigt bekommen, verbindet dann natürlich eine Freundschaft mit der, ich sag mal, Hauptprotagonistin Dora. Und es entspinnt sich eine sehr tiefe Freundschaft, würde ich mal sagen, beziehungsweise wir sind am Anfang erst nur am Anfang dieser Freundschaft und auch am Anfang dieser Ausbildung von Dora. Und ja, und wir erleben, wie diese Ausbildung vonstatten geht, wie das Leben einfach 1934 so spielt und wie das Gefühl für diese Zeit ist und wie auch das Gefühl in so einem Krankenhaus in dieser Zeit ist. Mir hat das als Unterhaltungsliteratur definitiv sehr, sehr gut gefallen. Ich bin sehr gerne den Protagonistinnen gefolgt. Ich mochte die Sprache sehr gerne als Unterhaltungsliteratur. Man darf hier natürlich nicht vergessen, dass es hier um keine hohe Literatur sich handelt. Also es ist eine ganz, ganz klassische Unterhaltungsliteratur, die dazu dient, ein paar schöne Stunden zu verbringen, da in diese Welt einzutauchen, eine schöne Zeit zu haben. Und das erfüllt der erste Band dieser Reihe tatsächlich zu 100%. Ich habe es wirklich sehr, sehr gerne gelesen. Ich hatte meine Freude, ich habe mitgefiebert mit dem Protagonisten, fand das unglaublich spannend, wie der medizinische Aspekt 1934 war. Und hatte schon das Gefühl, dass die Autorin hier auch sehr, sehr viel Recherche reingesteckt und es einfach mit Unterhaltung einfach kombiniert hat, was ihr sehr, sehr gut gefallen hat. Wir haben hier zwar ein historisches Setting, aber ich glaube, dass wenn man hier erwartet, dass man sehr, sehr viel über das Nightingale Krankenhaus in London erfährt, ist man mit dieser Art Geschichte vermutlich eher fehl am Platz. Also ich glaube, hier erfährt man nicht so viel über das Nightingale Krankenhaus an sich, auch über die reinen historischen Fakten über dieses Krankenhaus erfährt man hier nicht primär was. Also es liegt dieses Augenmerk tatsächlich mehr auf die Unterhaltung, auf die Beziehung und auf das tägliche Doing, sag ich mal. Und dafür ist dieses Buch wirklich wunderbar geeignet als klassische Unterhaltungsliteratur eben. Was ich sehr, sehr schade finde, ist, dass die Cover hier vielleicht ein bisschen ungünstig gestaltet worden sind, weil ich glaube, wenn die Bookfriends Forever dieses Buch nicht oder die Reihe nicht sehr oft in die Kamera gehalten hätten und beziehungsweise darüber gesprochen hätten, dann hätte mich dieses Buch eigentlich überhaupt nicht angesprochen. Ich hätte es noch nicht mal zur Hand genommen aufgrund dieses Covers. Ich finde, man könnte da wirklich vielleicht nochmal was anderes wählen. Aber was ich schön finde, ist halt einfach, dass durch die Empfehlung der beiden diese Buchreihe vielleicht doch nochmal den Aufschwung erlebt, die es wirklich verdient hat. Weil als klassische Unterhaltungsliteratur sind diese Bücher wirklich wunderbar. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, wie die Protagonisten sich weiterentwickeln, wie das Leben in diesem Krankenhaus sich weiter aufblustert, sage ich mal, was noch auf uns zukommt, weil wir finden uns ja 1934 und wir wissen alle, was zeitlich noch in dieser Zeit passiert. Von daher bin ich sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Ich kann euch das Buch natürlich auch empfehlen, wenn ihr auf klassische Unterhaltungsliteratur in einem Krankenhaus-Setting steht, wenn ihr das mögt, auch ab und zu mal sowas zu lesen, dann kann ich euch dieses Buch nur empfehlen. Wenn ihr hier aber historische Aspekte suchen wollt, wenn ihr mehr über das Nightingale Krankenhaus erfahren wollt, dann vermutlich eher nicht. Aber als klassische Unterhaltungsliteratur auf jeden Fall. Mit 158 Seiten habe ich das schmalste Buch jetzt in meiner Hand von meinen 5 gelesenen Büchern. Und eigentlich habe ich dieses Buch gelesen, weil ich es im Rahmen einer Aktion gelesen habe, aber diese Aktion ist leider ausgefallen, ist überhaupt nicht schlimm. Aber ich möchte gerne das Video über die Autorin bzw. über ihre Bücher dennoch machen, aber dazu muss ich erstmal noch 1,5 Bücher ungefähr lesen. Deswegen möchte ich gar nicht so viel zu diesem Werk sagen, um euch natürlich nicht so viel von weg zu nehmen, aber ich hier natürlich noch der Vollständigkeit halber erwähnen möchte. Und zwar handelt es sich um
84 Charing Cross Road, eine Freundschaft in Briefen von Helene Hanf. Hier in dieser wunderbaren Ausgabe aus dem BTP Verlag. Dieses Buch ist 1970 erschienen und ist übersetzt worden von Rainer Moritz. In diesem Buch befinden sich allerhand Briefe, die zwischen der ja hier vorne abgebildeten Buchhandlung und der Autorin ausgetauscht worden sind. Helene Hanf ist eine Drehbuchautorin, die immer wieder auf der Suche nach Klassikern war, nach Büchern war, die es in Amerika so nicht gab. Und ja, sie in dieser Buchhandlung hier, die sich in Charing Cross Road 84 befunden hat, fündig war, und genau die Korrespondenz ist in diesem kleinen Büchlein hier festgehalten. Der eine oder andere wird sich jetzt fragen, ob das überhaupt spannend ist, ob man ja das Buch nicht abbrechen würde, aber ich fand es unheimlich gut gemacht. Also die Briefe waren sehr charmant, sehr witzig, sehr, ja, hatten ihren ganz eigenen Charme, einfach weil Helene Hanf auch so eine sehr, sehr selbstbewusste Frau ist in den 70er Jahren in den 60er, 70er Jahren war. Dieses Buch hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich kann es euch nur empfehlen, aber in meinem separaten Video möchte ich euch natürlich dann noch mehr davon erzählen. Ich möchte gerne noch die zwei anderen Bücher von der Autorin lesen und sie euch dann in einem separaten Video vorstellen. Deswegen an der Stelle hier erstmal noch nicht viel mehr. Das nächste Buch, das ich euch zeigen möchte, ist für mich ganz klar ein Jahreshighlight und ich denke sehr gerne an dieses Buch zurück. Ich habe dieses Buch von dem Verlag Wunderraum zur Verfügung gestellt bekommen und habe diesbezüglich auch ein separates Video abgedreht. Deswegen möchte ich zu diesem Buch auch gar nicht so viele Worte verlieren, weil wenn euch meine Meinung zu diesem Buch interessiert, dann schaut gerne in das entsprechende Video rein. Ich werde es euch natürlich in der Infobox und auch hinter dem i. Und zwar handelt es sich um Bergland von der Autorin Jaka Kubsova aus dem Verlag Wunderraum. Dieses Buch ist am 24. Mai 2021 erschienen, hat insgesamt 288 Seiten. Bei diesem Buch handelt es sich um einen ganz klassischen Generationsroman. Ich würde sagen, ein Drei-Generationsroman, aber man könnte auch sagen, dass es sich um einen Vier-Generationsroman handelt, weil wir hier auch noch die Generation von der, ja, ich sag mal, Hauptprotagonistin Rose kennenlernen, aber sie spielt ja schon eine Rolle, aber nicht mehr so eine große Rolle. Also wir haben hier einmal die Generation um Rose, die diesen Hof bewirtschaftet, dann ihr Sohn und als letzte Generation dann ihr Enkelkind, also ihr Enkelsohn mit seiner Frau Franziska. Jede Generation hat ihre Schwierigkeiten, diesen Hof zu leiten, in den Bergen den Hof zu bewirtschaften, weil dieser Berg auch noch der höchste in dem tiefen Tal ist. Ich finde dieses Wortspiel so wunderbar, dass es der höchste, ja, Alpenhof im tiefen Tal ist. Und ja, jede Generation hat seine Schwierigkeiten, aber Augenmerk der Autorin waren hier die Protagonisten Rose und Franziska. Also es bezieht sich unglaublich stark auf die Frauen. Die Männer treten hier ein Stück beiseite, sie werden nicht außen vor genommen, sie spielen trotzdem noch eine zentrale Rolle, aber der Autorin war hier tatsächlich das Augenmerk auf die weiblichen Protagonisten sehr, sehr wichtig. Es ist ein Buch, was viele verschiedene Themen so ein bisschen versteckt und ein bisschen anspricht. Zum einen, wie die Alpenlandwirtschaft vonstatten geht, unter welchen Bedingungen sie arbeiten, mit welchen Problemen sie konfrontiert sind, aber auch seinen eigenen Weg mit bestimmten Widrigkeiten zu finden und auch, ja, ein Stück weit Feminismus in, ja, so Bereichen, die wir vielleicht manchmal so gar nicht, ja, erahnen können, wir Städtler. Und es ist ein Buch über die Alpen im Allgemeinen, über die Berge, über die Liebe der Berge. Und ich finde, es ist ein so wunderbares Buch geworden. Ich bin ja nun ein Liebling der Generationsromane. Ich lese sie unglaublich gerne. Ich habe ja damals mit Hannas Töchter so ein bisschen meine Liebe zu Generationsromanen gefunden. Und auch hier wird sie
ganz klar gefüllt. Ich mochte den Schreibstil der Autorin sehr gerne. Er ist sehr kurz, sehr knapp gehalten, aber ich hatte immer das Gefühl, dass dadurch die Bewohner dieses Dorfes auch noch mal ein Stück weit mehr charakterisiert werden, weil ja, so ein Landwirt hat nun mal viel zu tun. Es ist viel zu tun auf so einem Alpenlandhof. Und aber man trotzdem immer noch ein bisschen bereit ist, ein Gespräch am Gartenzaun zu führen, sage ich mal. Aber trotzdem nicht viel Wort hat, weil man einfach so viel zu tun hat. Ich mochte den Schreibstil, ich mochte die Geschichte, ich mochte auch die Gesellschaftskritik, die hier versteckt ist. Vor allen Dingen eine Gesellschaftskritik, die uns nicht ja, ins Gesicht springt und so offensichtlich ist, sondern wunderbar verpackt ist. Und ich mochte einfach dieses Setting unglaublich gern. Wie gesagt, ich habe zu diesem Buch ein separates Video gedreht, eine Buchbesprechung, die ich euch ans Herz legen möchte, falls ihr noch mehr über meine Meinung über dieses Buch wissen möchtet. Für mich war es definitiv ein Jahreshighlight, ein Buch, was ich auch nochmal lesen möchte, nochmal für mich entdecken möchte. Und auch eine Autorin, die ich weiter verfolgen werde und bin gespannt, ob sie uns noch so ein wunderbares Buch wie Bergland bescheren wird. Das letzte klassische Buch, was ich jetzt hier noch in meiner Hand halte, ist ein Buch, was ich in einer Leserunde lesen und entdecken durfte und mir da so ein bisschen auch das Tor zur ostasiatischen bzw. japanischen Literatur geöffnet wurde. Diese Leserunde wurde von der lieben Fabienne vom Kanal Japan Connect und der lieben Caro von Caros Bücher ins Leben gerufen, bzw. auch diesen Leseclub. Dieser Leseclub hat sich halt so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, halt die japanische bzw. ostasiatische Literatur ja, zu belesen und zwar gemeinsam zu belesen. Ihr könnt da gerne auch, wenn ihr wollt, in die Goodreads-Gruppe mit ja, hineinkommen, wenn ihr gerne dieses Buch lesen möchtet, was dann als nächstes besprochen wird. Es ist ja jedem offen, gerne mitzulesen. Ich werde euch die Gruppe unten in der Infobox gerne nochmal verlinken. Dann schaut gerne mal vorbei, wenn ihr das möchtet. Bei der ersten Leserunde haben wir uns für Schwimmen mit Elefanten von Yoko Ogawa hier aus dem Aufbau Taschenbuch Verlag. Dieses Buch wurde das erste Mal 2013 veröffentlicht und hat hier 388 Seiten. Das Buch wurde aus dem Japanischen von Sonja Mangold übersetzt und wir verfolgen in diesem Buch einen Jungen, der ja die Außenseiterrolle in seinem Leben einnimmt. Er wächst bei seinen Großeltern auf, er hat ein sehr liebevolles Zuhause, ist aber trotzdem in der Gesellschaft, in seinem Umfeld dennoch immer der Außenseiter und er versucht ja seinen Weg in seinem Leben zu finden. Durch eine glückliche Fügung findet er heraus, dass, oder es wird ihm gezeigt, dass das Schachspielen für ihn ja sehr wichtig ist, beziehungsweise das Schachspiel auch ja ihn liebt und er da ja ein gewisses Händchen hat. Durch diese glückliche Fügung, dass ihm das Schachspiel gezeigt wird, nimmt das Schachspiel für ihn auch eine sehr zentrale Rolle in seinem Leben ein. Durch das Schachspiel durchläuft er verschiedene ja, Punkte in seinem Leben, die sehr wichtig sind, die ihm Personen geben, die ihm sehr wichtig sind, aber auch die nicht unbedingt immer etwas Gutes von ihm wollen, aber grundsätzlich eigentlich, ja, es ist so eine Mischung aus Gut und Böse, die Menschen, die ihm ja im Leben, ja ins Leben treten und durch das Schachspiel sonst bei ihm wahrscheinlich nicht in sein Leben aufgetreten wären, aber durch das Schachspiel eben der Fall ist. Wir haben hier ein Buch, das sich sehr stark mit persönlichen Beziehungen auseinandersetzt, mit menschlichen Beziehungen, mit zwischenmenschlichen Beziehungen, aber auch mit ja, dem Schachspiel als solches. Man muss hier keine Angst haben, dass das Schachspiel jetzt hier bis ins kleinste Detail beschrieben wird, aber es muss einem klar sein, dass das Schachspiel hier schon eine sehr zentrale Rolle einnimmt und eigentlich die zentrale Rolle in diesem Buch. Also es dreht sich alles um die Beziehung zum Schach von dem Jungen, aber auch um die Beziehung zu anderen ja, Protagonisten, die das Schachspiel ebenso sehr mögen wie
unser Protagonist hier. Es ist eine Geschichte, die sehr ruhig erzählt ist. Klar, sie hat so ihre Spannungsmomente, ganz klar, vor allen Dingen, wenn man so an zwischenmenschlichen Beziehungen interessiert wird. Aber grundlegend ist es eine sehr ruhige Erzählung, die ganz unaufgeregt daherkommt und auch diese durch die Sprache und dieses ruhige Erzählen auch wirklich nochmal so dieses Außenseiter, wie ich finde, nochmal untermalt. Es ist mein erstes Buch in die japanische Literatur quasi, also ich habe die Autorin vorher noch nicht entdeckt, aber auch so die japanische Literatur noch nicht entdeckt. Und auch hier, finde ich, merkt man so die japanische, ostasiatische Kultur sehr stark. Es werden verschiedene Dinge beschrieben, aber nicht angesprochen. Man muss es so für sich selbst entdecken. Und ich finde auch, dass dieses Buch dadurch ein bisschen Interpretationsspielraum lässt und uns ausschweifen lassen, uns nachdenken lassen und unsere eigenen Rückschlüsse auf diese Geschichte ziehen lassen. Ich mochte dieses Buch sehr gerne. Ich habe es gerne gelesen. Ich habe auch die ruhige Art zu lesen und auch die Art zu schreiben, also wie Yoko Ogawa schreibt, sehr, sehr gern gemocht. Vor allen Dingen mochte ich auch diese ruhige Art zu erzählen. Und ich merke immer wieder, dass ich diese ruhige Art doch sehr, sehr schätze. Ich glaube, bis vor ein paar Jahren hätte ich niemals gedacht, dass ruhige Bücher für mich etwas sind. Ich glaube, das hat so angefangen mit Stoner, da war es ja auch eine sehr unaufgeregte Geschichte. Genauso hier haben wir auch eine sehr unaufgeregte Geschichte. Wir haben hier viele Motive drin, die man für sich entdecken kann, die man immer wieder entdecken kann, aber auch immer so abwechselnd und in verschiedenen Punkten, wo man denkt, ah, da ist dieses Motiv auch noch enthalten. Ich möchte gar nicht so viel verraten, weil ich habe immer so Angst, wenn bei solchen Büchern, wenn man zu viel verrät, dass man da irgendwie die Geschichte auch ein Stück weit kaputt macht. Wenn man das gemeinsam... Es ist ein Buch, was man unglaublich gut gemeinsam lesen kann, einfach weil man so viel hineininterpretieren kann und überlegen kann, wo sind welche Motive zu finden und was ist nochmal zu finden. Wie zum Beispiel ein Motiv ist auch immer, wie ich finde, groß, klein in jeder Form, ob körperlich oder in Dingen zu finden. Das ist, ich finde es ein sehr, sehr gelungenes Buch, was mir vielleicht auch die Tür zur japanischen bzw. ostasiatischen Literatur definitiv geöffnet hat. Ich möchte sehr gerne noch die Autorin weiterentdecken. Hier hinten ist auch noch das Geheimnis der eulerischen Formel aufgedruckt. Das möchte ich auch sehr gerne noch lesen. Ich finde, es ist eine sehr interessante Autorin und sie greift halt wirklich auch so unaufgeregt die Themen an und sie schreibt so unaufgeregt, was mir sehr gut gefallen hat. Ich kann euch dieses Buch nur ans Herz legen, schaut es euch mal an, ob es was für euch ist, ob ihr auch so unaufgeregte Bücher sehr gerne lest oder ob es überhaupt was für euch ist. Das wirklich letzte Buch jetzt, was ich euch noch zeigen möchte, ist eine Graphic Novel bzw. ein illustrierter Roman. Die illustrierten Romane sind ja bei mir immer das Plus zu meinen 5 gelesenen Büchern und so auch dieses Buch hier. Hier bin ich auch einer Empfehlung gefolgt, genauso wie bei den Nightingale-Schwestern, aber hier ist der Unterschied, dass ich dieses Buch bereits auf meinem Sub liegen habe und ich es demzufolge von meinem Sub befreit habe. Ich konnte dann einfach nicht mehr der Versuchung widerstehen, dieses Buch jetzt unbedingt zu lesen. Eigentlich habe ich ja bei den Büchern immer so, dass ich da eigentlich eine besondere Zeit auswähle, vielleicht im Urlaub oder so zwischen den Jahren. Aber hier konnte ich einfach nicht mehr widerstehen und habe es dann tatsächlich zur Hand genommen und gelesen. Und zwar handelt es sich um The Electric State von dem schwedischen Autoren Simon Stellenhag aus dem Fischer Thor Verlag. Dieses Buch wurde 2019 veröffentlicht und hat insgesamt 144 Seiten und wurde von dem Übersetzer Stefan Pluschkart aus dem Schwedischen übertragen. Bei diesem Buch verfolgen wir dieses kleine Mädchen, was hier abgebildet ist, mit seinem Roboter auf der Suche nach ihrem Bruder. Wir verfolgen sie genau auf diesem Weg durch ein Land, was einen 7-jährigen Krieg hinter sich hat und die Kriegs-
Schäden immer noch präsent sind. Die ganzen Maschinen liegen überall im Land verstreut. Wir haben diverse Arten von Maschinen, denn wir sind hier in einer Welt, die schon wesentlich fortschrittlicher ist als unsere. Wie die Menschen leben hier sehr stark mit Maschinen zusammen und haben auch diesen Krieg mit den Maschinen geführt. Und ja, die Welt ist nach diesem Krieg eine völlig andere und auf diesem Weg, auf der Suche nach diesem kleinen Bruder, erzählt uns halt die Protagonistin uns ja die Geschichte dieses Landes und auch die Geschichte der Maschinen, wie sie ja jetzt existieren, wie sie leben und welche Bedeutung die Maschinen haben. Und ja, es ist eine, wie ich finde, eine völlig andere Geschichte, die so ihresgleichen sucht. Ich mag die Kombination aus der Illustration und den kleinen Texten, die wir hier dazu haben, aber auch die ganze Aufmachung dieser Geschichte, also dieser Suche nach diesem kleinen Bruder. Was mir allerdings, das Buch ist unglaublich schwer, was mir allerdings hier noch viel mehr zugesagt hat, waren die Illustrationen. Es sind so unglaublich gute Illustrationen, es sind so stimmungsvolle Illustrationen, die die Stimmung dieser Geschichte nochmal um ein deutliches Mehr oder um ein ja, deutliches Mehr der Geschichte, die Geschichte untermalen. Die Bestimmung wird einfach durch die Illustration so unglaublich gut aufgesogen. Es ist eine bedrückende Stimmung, es ist eine düstere Stimmung und es ist auch eine nicht so sichere Stimme. Also das Mädchen begibt es hier schon in Gefahr und muss ja immer auf sich aufpassen, dass sie ja nicht in irgendwelche ja, Gebiete reinfährt und so weiter und ja sich einfach der Gefahr aussetzt. Und ich fand, dass diese Illustrationen so unglaublich ja, gut gelungen sind, dass sie diese Stimmung so unglaublich gut einfangen und dass man hier aus meiner Sicht einen wunderbaren illustrierten Roman vor sich hat, der einen in diese wunderbare Welt, das heißt wunderbar, aber in diese Welt so hineinsaugt und ein paar Stunden diese bedrückende Stimmung auch nochmal transportiert. Ich mag den Stil der Illustrationen sehr. Ich habe manchmal sogar das Gefühl, dass es tatsächliche Fotografien sind, obwohl man genau weiß, dass es keine Fotografien sind. Dass es wirklich alles Illustrationen sind. Sie wirken manchmal unglaublich echt. Ich mag den Stil sehr. Ich mag dieses Futuristische, dieses Andersartige und dass diese Maschinen ja hier so ein bisschen auch ja andersartig anmuten und ja, mir gefällt dieses Buch Alice Electric State sehr, auch wenn es natürlich vom Preis her ja schon ganz schön happig sind und man sich hier immer mal wieder überlegt, ob man sich dieses Buch kauft oder nicht, aber ich finde diese 34 Euro sind hier aus meiner Sicht, aus Graphic Novel Herzenssicht oder aus illustrierten Roman wirklich gerechtfertigt. Ja, man kann argumentieren, dass ja diese Bücher immer relativ schnell gelesen sind, aber ich finde, dass diese Illustrationen ja einfach gut gelungen sind, dass sie hier wirklich einen unglaublichen Mehrwert haben und auch nochmal mehr die Stimmung widerspiegeln und die Geschichte nochmal untermalen und man hier wirklich eine tolle Geschichte hat, wie ich finde. Ich kann euch zu Electric State nur empfehlen. Das waren nun meine 5 gelesenen Bücher, die ich als letztes gelesen habe. Mich würde wie immer interessieren, ob ihr eins der Bücher kennt, wie eure Meinung dazu ist und ob ich euch vielleicht das ein oder andere Buch schmackhaft machen konnte. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, habt schöne Lesestunden, passt auf euch auf, bis dahin, tschüss!